Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuesten Format Knit With Me. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Dieses neue Format Knit With Me bedeutet im Endeffekt, dass ich euch von Anfang bis Ende durch ein Strickprojekt mitnehme. Das ist so der Plan. Meistens werden das eher kleine Projekte sein, damit das nicht so ewig dauert. Es kann aber auch sein, dass es so richtig chunky Dinger sein werden, die dann zwar größer sind, aber schneller gehen, damit sich das Video halt nicht über Monate und Jahre zieht. Ich habe einmal schon sowas gemacht, und zwar bei einem Mystery Knit Along, und das ist ziemlich gut bei euch angekommen und ich selber habe mir das auch total gerne angeguckt und auch meinen ganzen Vorgang und wie viel ich geschafft und gemacht habe, und das hat mich so erfreut, dass ich mir dachte, mache ich das nochmal. Heute geht es um das Balaklava von Tanja Steinbach. Ich nenne es immer Baklava, also wundert euch nicht, wenn dieser Begriff zwischendurch mal fällt. Das ist eine kostenlose Anleitung. Also wenn ihr Balaklava Tanja Steinbach googelt, dann kommt ihr sofort auf die Anleitung. Das ist das Zusatzmodell Kapuzenmütze Balaklava. Man braucht 100 Gramm Wolle dafür und sie empfiehlt hier die Cool Merino von Lana Grossa. Und ja, ich dachte mir nämlich genau die. Ich habe bei, mal wieder, Filati bestellt. Ich finde die ja wirklich ganz, ganz toll. Also die liefern super schnell. Und nein, es ist nicht gesponsert. Ich bin einfach wirklich begeistert. Ne? Versandkosten sind kein Problem. Und die haben eine super Auswahl, einen super Kundendienst. Und die verpacken das schön im Papier, nicht in Plastik. Das freut mich ja immer besonders. Genau. Und im Endeffekt, die Cool Merino, das sind 50 Gramm, hoffe ich, denke ich. Ja, genau. Deswegen habe ich zwei Garne davon bestellt. So sehen die aus. Das ist die Farbe 001. Ups, da geht mir das Garn direkt flöten. Ja, es ist dunkelrot und ja, es ist nicht meine Standardfarbe. Aber das liegt daran, dass meine eine Winterjacke rot ist, beziehungsweise die hat so dieses... Nicht Steppmuster, sondern dieses Aztekenmuster. Ich habe Doc Martens, die in so einem Dunkelrot sind. Und dann dachte ich mir, wenn dann auf jeden Fall diese Farbe. Ich mache es auch komplett einfarbig, nicht irgendwas Abstruses, Abstraktes. Das soll ein ganz simples Projekt sein mit nicht viel Schnickschnack. Deshalb, es fühlt sich auf jeden Fall schön an. Die Cool Merino ist aus 90% Schurwolle und 10% Polyamid, also auch ganz in Ordnung mit der Zusammensetzung. Und hier haben wir noch ein Heftchen mit dazu gepackt. Das Lana Grossa Cashmere Special. Habe ich noch nicht durchgeguckt, darum geht es aber auch nicht in diesem Video. Deshalb packe ich das mal. Ja, mit der Lieferung ging es auch super schnell. Und deshalb, das sind die Garne. Und jetzt gucke ich einmal, was man für Nadeln braucht. 50 bis 60 cm kurze Rundstricknadel oder mehrere Nadelspiele 5,5 bis 6 mm. Kriegen wir hin. 1 bis 2 zusätzliche Nadeln oder Seile. Und okay, und irgendeine Kordel oder so. Ach nein, eine Kordel. Ja klar, weil das durchzuziehen sein muss. Okay, das kriege ich hin. Wollstricknadel ohne Spitze, Schere, Maßband, zwei Maschenmarkierer. Kriegt man hin. Okay, dann greife ich doch mal direkt hier zu meinem Nadelset. Das wäre echt die beste Investition. Ich weiß nicht, ob ich dazu nochmal eine komplette Rezension mache, falls euch das interessiert, aber ich bin wirklich begeistert von diesen Nadeln. Was jetzt 5,5 oder 6? Seht ihr, habe ich schon direkt wieder vergessen. 5,5 bis 6. Ja, dann nehmen wir doch lieber 6, weil ich sehr eng stricke. Beziehungsweise 6. Ha, 6, wofür benutze ich die 6er Nadeln gerade? Ah, für mein Street Cardi. Okay, dann nehmen wir halt die 5,5. Damit können wir auch arbeiten. So. Und die sollte 50 bis 60 cm lang sein. Auch das kriegen wir hin. So. Muss ich mal schauen. Die ganzen super langen sind bei mir in Gebrauch für die ganzen Tücher, aber die kurzen zum Glück nicht. Ist winzig gedruckt, 50 cm. Nehmen wir doch das. So. Ich mache noch das Nipsi zum Feststellen. Also wirklich ein geiles Set. Ich glaube, ich mache da wirklich noch mal eine ganze Rezension zu, damit ich euch das mal im Detail vernünftig erzählen kann und nicht so zwischen Tür und Angel
Und ja, ich habe es ja jetzt lang genug erprobt und bis jetzt, wie gesagt, bin ich begeistert. So. Na, nicht, dass hier muss ja flöten gehen. Und ja, ich bin wieder verschnupft. Ignoriert das. Ich weiß nicht, aktuell trifft mich alles, so was zu treffen ist. Aber ich muss abgehärtet werden. Ja, aktuell sind irgendwie alle krank und es kommen natürlich auch sehr viele erkältete Patienten in die Praxis und da bleibt es nicht aus, dass es einen auch trifft. So, aber ich hoffe, mein Immunsystem passt sich noch an das Praxisleben an. Das wäre das Ziel. So, Stricknadeln sind fertig. Und ja, jetzt nehme ich mal meine Knäuel mit und bewege mich. Oh, ist das hier so im Weg? Und bewege mich in Richtung Couch und fange mal mit dem Projekt an. Willkommen zurück auf meiner Couch. Ich habe mir hier meine Wolle vorbereitet. Ich habe mir hier die Anleitung vorbereitet und ich werde jetzt einmal die Maschen anschlagen. So, ich muss mich hier ganz dick einmummeln, weil es einfach mega, mega kalt ist. Also wirklich unfassbar kalt. Ich bin aber auch eine überdurchschnittlich krasse Frostbeule, muss ich dazu sagen. Ja, das Garn ist sehr interessant. Also es ist sehr, sehr weich. Und man hat so das Gefühl, dass es halt so gewebt, dass das wie so, also es fühlt sich an, als wäre es so hohl von innen. Also schwierig zu beschreiben. Aber sehr angenehm vom Feeling her. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das so verstricken lässt. Aber ja, wenn ihr was Lautes hört, ist es wie immer Cleo. Genau, also jetzt so für den Maschenanschlag, ne, das geht ja immer ganz easy, aber ich bin echt gespannt, wie sich das verstricken lässt. Das ist übrigens auch für mich das erste Mal, dass ich sowas stricke. Von daher bin ich doppelt dreifach gespannt, wie das so läuft. So. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alle Maschen erfolgreich angeschlagen habe. Ich habe meine Maschen jetzt angeschlagen und sie schön auf die zwei Nadeln verteilt. Und ich werde jetzt mit Magic Loop stricken. Und ja, am Anfang fängt man mit einem Rippmuster an. Deshalb gucken wir mal, wie es sich mit dieser Wolle stricken lässt. Ich bin schon ein ganzes Stückchen weitergekommen. Ihr seht, das Ganze nimmt Form an. Ich hasse ja immer die Anfänge, aber ich glaube, jeder tut das, weil es immer mega anstrengend, mega eng ist, bis es dann endlich fluffiger wird und man einfach so runterstricken kann. Das Ding muss jetzt 15 cm lang werden, deshalb habe ich noch ein bisschen vor mir. Ich bin ja so der Typus, ich mag es nicht, wenn man irgendwie schreibt, das muss so 2 cm lang sein, dann das andere 15 cm, dann das andere 20. Strick so lange weiter, bis du das erreicht hast. Ja, das sind irgendwo Luxusprobleme, aber ich bin da total faul und vor allem, ich habe ein maximal schlechtes Augenmaß. Das bedeutet, ich muss immer zwischendurch mal nachmessen, eher häufiger als weniger. Und ja, ich mag es lieber, wenn man sagt, mach 20 rein und gut ist. Aber wie gesagt, das sind Luxusprobleme. Aber ansonsten, die Wolle lässt sich wirklich schön stricken und die ist echt super weich. Also bis jetzt bin ich wirklich begeistert davon. Vollbracht. Ich bin mit dem ersten Teil endlich fertig. Hier übrigens mein super süßer Mini-Maschenmarkierer. Ja, Cleo ist übrigens am Kauknochen snacken, deswegen ist es wieder mal sehr laut. Es sieht sehr eng aus, ist es aber überhaupt nicht, weil ihr seht, es dehnt sich super aus.
Dieses Garn ist mega weich, es lässt sich super damit stricken. Ihr müsst nur immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht hier in dieses Geflecht mittendrin reinzukommen, weil sonst friemelt sich das relativ schnell auf und ihr bleibt auch hängen. Aber ansonsten lässt sich super damit stricken. Also ich bin wirklich zufrieden damit. Na, also der erste Teil ist fertig, so viel habe ich. Ich glaube, ich habe ungefähr, ich weiß nicht, 30, 35. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, ich habe zwischen 35 und 40 Reihen gemacht, aber es wird für jeden anders sein, auch je nachdem, was für ein Garn ihr benutzt, ne? Also es ist ja alles in Zentimeter an Angaben. Aber ja, jetzt muss ich mich mit dem Rest der Anleitung so ein bisschen auseinandersetzen. Ab diesem Punkt ist es ein bisschen widersprüchlich, ob man jetzt schon das Ganze aufteilt oder doch nicht aufteilt. Aber ich glaube, ich gucke mir noch ein paar Fotos an. Ich glaube, ich habe die irgendwo mal gesehen gehabt. Ja, und schau dann mal, wie es gedacht ist. Ansonsten, ja, mache ich es einfach frei Schnauze. Wir werden gleich sehen. Ich habe jetzt einmal alles bei Instagram durchgeforstet und habe jetzt rausgekriegt, dass der Balaclava Feel Good Balaclava heißt. Beziehungsweise eigentlich gibt es einen Pulli davon, aber irgendwie, wie gesagt, die Zusatzanleitung ist einfach nur das Balaclava und drei Leute haben da was zu gepostet. Und im Endeffekt muss ich noch ein paar Zentimeter in Runden weitermachen und dann teilt man schon auf. Also so sieht es auf jeden Fall auf den Fotos aus. Macht auch irgendwo Sinn, weil das sonst viel zu lang wird. Und ja, deswegen teile ich das jetzt doch mal auf. Den geraden Teil habe ich jetzt endlich vollständig fertig. Ich habe hier noch ein paar Reihen weiter gestrickt, also ungefähr so ein Stück. Jetzt kommt es halt zu dem Punkt, wo man das alles so ein bisschen aufteilt. Aber ich brauchte eine Pause und deswegen hat mein Freund mir Cookie Dough mitgebracht. Und das werde ich jetzt verspeisen und dann werde ich auf jeden Fall gleich weitermachen. Gut, dass mein Freund und ich uns dazu entschlossen haben, heute einen Serienmarathon mit Game of Thrones zu machen. Dadurch hatte ich wirklich viel Zeit, um hier an diesem Ding einfach durchzustricken. Und es macht wirklich viel Spaß. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich muss auch dazu sagen, bis jetzt ist es total anfängerfreundlich, denn hier macht ihr halt das Rippmuster und da, nachdem ihr die Maschen hier stillgelegt habt, ist es einfach nur glatt recht. Zwischendurch gab es noch ein paar Zunahmen, aber jetzt auch nichts Großartiges. Also bis jetzt ist es auch etwas, was potenziell anfängerfreundlich ist. Ich berichte euch natürlich im Verlauf, wie sich das noch entwickelt. Ich muss hier nur noch ein paar Reihen stricken, bis ich die gewünschte Länge erreicht habe und dann kommt schon der Deckel obendrauf. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch noch einen schönen Rand geben wird. Sonst müsste man, glaube ich, auch die Maschen hier nicht stilllegen. Macht auch irgendwo Sinn, weil sonst sieht das natürlich ein bisschen doof aus. Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, einfach ganz normal rechte und linke Maschen zu stricken und hier nicht am Rand irgendeinen speziellen Rand zu machen, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass da noch irgendwas kommt. So klingt das auch in der Anleitung. Es ist sehr grob formuliert, aber ich vertiefe mich da mehr rein, wenn ich an der Stelle bin. Aber was ich auch für mich festgestellt habe, ist, ich muss deutlich häufiger wieder mal mit ganz normalen Garn, also was heißt ganz normal, also nicht nur Fingering Weight Garn stricken, weil es geht so viel schneller und man hat direkt ein richtiges Erfolgserlebnis. Und bei den ganzen Tüchern und so, da strickt man ja 1000 Jahre, hat kein Ergebnis und irgendwie nach Jahrhunderten hat man dann endlich was, aber dann hat man so einen riesen Marathon hinter sich, dass man sich noch nicht mal im ersten Moment richtig freuen kann und deshalb, ich muss häufiger mal etwas dickere Garne benutzen, weil es dadurch echt viel Spaß macht und dazwischen hat man dann einfach ein schönes Erfolgserlebnis. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, denn ich werde jetzt ins Bett gehen und morgen an dem Ding weiter stricken. Gute Nacht! Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag. Ich bin hier noch in meinem Schlafanzug, deswegen wundert euch nicht, dass ich noch ein bisschen beschissen aussehe. Ja, ich habe mich noch nicht fertig gemacht, aber ich hatte Bock, mich schon auf die Couch zu setzen und mir mein Ding hier anzugucken. Also schaut, ich war gestern wirklich, wirklich fleißig und wenn ich mich nicht irre, habe ich die gewünschte Länge sogar schon erreicht. Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, wenn sich das vor allem so rollt. Aber schauen wir und prüfen wir doch mal. Yes, ich bin fertig. Das heißt, nachdem man den geraden Teil jetzt gestrickt hat, kommt im Endeffekt die Haube on top, also der Deckel. Und da wird es sicher irgendwelche Abnahmen und sowas geben.
Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende nochmal ein kompletter Rand hier gemacht wird, damit das schön abgeschlossen wird. Also ich glaube, so kompliziert wird das jetzt auch nicht mehr. Muss ich gleich mal gucken. Also ich bin auch immer noch begeistert von dieser Wolle. Sie ist wirklich zuckerweich und wolkig und mega angenehm einfach. Lässt sich super, super stricken. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bin jetzt mit einem durch. Fange jetzt mit dem zweiten an. Also für dieses Stück habt ihr, also erst war ich mir nicht so sicher und dachte mir, ob man wirklich zwei Knäuel braucht. Die braucht man auf jeden Fall. Deswegen, das hier alles war ein Knäuel. Das zweite Knäuel breche ich jetzt an und ja, mache mich an die Arbeit. Ich muss jetzt nur noch die Rückreihe zu Ende machen, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich bei der Vorderreihe stehen geblieben bin und einfach nicht weitergemacht habe. Ich war auch gestern auch schon extrem müde. Und wahrscheinlich habe ich das nicht mehr weitergemacht, weil das Knäuel einfach zu Ende war und ich zu faul war, ein neues auszupacken. So. Nicht, dass hier das neue Knäuel flöten geht. Ja, genau. Und ich habe mich schon eingelesen. Gleich kommen noch zwei Maschenmarkierer zum Einsatz, weil man das Ganze jetzt aufteilt, um halt die obere Kappe zu bilden. Also, das wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Auch bis jetzt bin ich noch der Meinung, dass das sehr anfängerfreundlich ist. Also, wer Bock hat, sowas auszuprobieren. Vor allem das Coole ist einfach, dass die Anleitung wirklich kostenlos ist. Damit macht ihr dementsprechend auch nichts falsch. Das heißt, wenn ihr nach kurzer Zeit alles in die Ecke werft und sagt, ne, nie im Leben, dann habt ihr auf jeden Fall nicht so viel Geld verschwendet. Und auch mit den Wollknäueln. Also ich habe jetzt auch nicht so viel dafür bezahlt. Ich glaube, die waren bei Filati sogar noch reduziert. Von daher, ihr könnt natürlich jede Wolle verwenden, die ihr wollt. Soll halt nur zur Nadelstärke einmal passen oder ihr müsst die Nadelstärke halt anpassen, wie ihr wollt. Aber ich finde, es ist ein sehr angenehmes und schönes Projekt und ich bleibe dabei. Ich sollte viel häufiger mit dickerer Wolle stricken. Ich mag das ja auch total gerne, aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich so viel Fingering Weight in letzter Zeit gekauft oder das ganze letzte Jahr über, dass ich das Bedürfnis habe, natürlich das als erstes irgendwie aufzubrauchen. Ja, aber diese Projekte sind viel schneller fertig zu kriegen und stellen einen damit auch viel schneller zufrieden. Deshalb sollte man das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. So, wir neigen uns hier dem Ende zu. Perfekt. Und jetzt wird die Arbeit nämlich aufgeteilt. Da muss ich einmal rechnen und gucken, weil irgendwelche mittleren Maschen müssen halt hervorgehoben werden. Muss ich jetzt einmal schauen. Mein Arbeitszimmer umgezogen, weil mein Freund jetzt am Zocken ist. Aber schaut mal, das Ganze nimmt schon ordentlich an Form an. Das Dächchen förmt sich hier wirklich, wirklich schön und ja, sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt muss ich nur noch die Abnahmen bis zum Ende machen und dann habe ich auch den Teil fertig. Den oberen Teil jetzt endlich fertig. Ihr seht, es bleiben nicht viele Maschen mehr auf der Nadel übrig am Ende. Und ja, jetzt beschäftige ich mich einmal mit dem Rand, weil man muss ja natürlich noch welche aufnehmen, dann hier unten weiter stricken bei den stillgelegten Maschen, damit da so ein schöner Rand gebildet wird. Irgendwie muss man auch noch Löcher für eine Kordel machen, aber damit beschäftige ich mich gleich weiter. Parallel schaue ich übrigens das dritte Mal Wednesday. Ich liebe diese Serie so abgöttisch. Und ja, ein drittes Mal, ich langweile mich nicht, ich liebe es total
Und es ist einfach die perfekte Begleitung zu meinem Balaclava. Die Maschen habe ich jetzt erfolgreich am Rand aufgenommen. Ich habe ein paar mehr aufgenommen, als in der Anleitung beschrieben waren. Da, wie gesagt, man geht ja auch nach Zentimetern Angabe und wahrscheinlich habe ich ein bisschen mehr reingemacht, als es in der Anleitung gedacht war. Und deshalb habe ich einfach mehr Maschen aufgenommen, damit da keine Lücken entstehen. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ab diesem Punkt ist es so, dass in der Anleitung auf, ich zeige euch das mal, auf die Anleitung Polona mit Kapuze hingewiesen wird. Da müsst ihr einfach nur auf den Link gehen und da öffnet sich auch die ARD-Seite direkt. Und hier ist auch die ganze Anleitung, falls ihr auch übrigens hier das Balaclava mit Polona machen wollt. Und da hieß es, dass bei den zwei Rauten weitergemacht werden soll. Keine Ahnung, wo das ist. Eine Raute, zwei Rauten. Genau. Und da muss man da im Endeffekt weitermachen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich entscheiden muss, ob ich eine Kordel möchte oder nicht. Weil in der nächsten Reihe werden hier unten die zwei Löchlein für die Kordel gemacht. Und am Ende wird es so sein, dass man den Rand so weit strickt mit einer linken Reihe dazwischen, sodass man den dann umklappt und festnäht und dazwischen dann im Endeffekt die Kordel ist. Deshalb, ich glaube, es ist nicht schlecht, weil wenn es so richtig, richtig kalt ist, ist es, glaube ich, schön, das so richtig zusammenziehen zu können. Oder ich lasse es einfach so ein bisschen schluffig hängen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wie ich da verfahren soll. Deshalb denke ich mal, mache ich eine kleine Pause und mache dann später weiter, wenn ich mich entschieden habe. Ich würde mal sagen, Endspurt. So, der Rand ist fertig. Man sollte hier eine linke Reihe dazwischen stricken, weil wenn man das abgekettet hat, klappt man praktisch diesen Rand. Oh, und links ist schwierig und der Nadel dazwischen. Man klappt den Rand um, soll den dort festnähen und dann hat man so einen hübschen, fluffigen Rand am Ende. Genau, bevor man das aber zusammennäht, muss die Kordel einmal durch. Ich habe mich für die Variante mit Kordel entschieden. Deshalb wird jetzt erstmal abgekettet. So, ihr Lieben, es ist vollbracht. Ich bin fertig mit Abketten. So sieht das ganze Gerät hier aus. Und ja, jetzt werde ich mich einmal der Kordel widmen, weil jetzt habe ich auch zwei freie Hände. Ihr seht, hier ist der Rand mit den linken Maschen und im Endeffekt näht man das dann so um und dann hat man wirklich einen sehr, sehr schönen Rand. Soweit habe ich noch nie gedacht, aber es ist wirklich eine sehr, sehr coole Idee, mega simpel und das Ergebnis ist echt schön. Ja, und dann nimmt man das fest und hat einen wirklich sehr hübschen Rand. Die Kordel wird da durchgeführt und irgendwo müssen die zwei kleinen Löchlein sein. Ich sehe hier eins und da eins. Also im Endeffekt hat man das nur mit Umschlägen gemacht und ihr seht, oder ihr seht auch nicht, weil es nicht fixiert. So, seht ihr zwei kleine Löchlein. Da kommt die Kordel durch und wird, glaube ich, ganz geil aussehen. Es ist so weich. Ich mag es. Ich bin gerade dabei, die Kordel fertig zu machen. Und ja, ich werde keinen Schnürsenkel oder irgendeinen anderen Klimbim dafür benutzen, sondern hier so eine ganz einfache Kordel machen. Nach dem Mystery Shawl bin ich ja sehr geübt darin, 1000 I-Cords zu machen. Die musste man ja für das Topfmuster dort machen. Und ja, man soll 110 bis 120 cm diese Kordellänge haben. Also ja, wird es ein bisschen dauern. Aber wir sehen uns wieder, wenn ich das Kordelding hier fertig gemacht habe. Übrigens, wer keinen Bock hat, bei diesen I-Cords die ganze Zeit von der rechten auf die linke Nadel umzuswitchen, kann auch einfach Nadelspiele benutzen. Da müsst ihr das im Endeffekt nur auf der einen Nadel hin und her schieben. Also deutlich simpler. Aber ja, ich werde jetzt nicht noch extra Nadeln auspacken, sondern das ganz einfach hier mit denen, die ich schon habe, fertig machen. Ne, dadurch wird die Kordel auch so ein bisschen dicker. Na? Seht ihr? Aber stört mich persönlich nicht, vor allem wenn da ein bisschen Zug drauf kommt, ist sie auch deutlich schmaler. Also eigentlich genau das Richtige. Mein I-Cord ist jetzt fertig. Ich muss jetzt nur noch die Enden hier einmal in das ganze Ding versenken. Ja, Cleo kontrolliert auch alles vernünftig, aber bevor ich das mache, snacke ich erstmal hier meinen Nachtisch.
Ja, irgendwie dieses Wochenende ist Nachtischwochenende. Ich bin irgendwie total heiß auf was Süßes, aber diesmal habe ich es versucht, einen Ticken gesünder zu machen. Wenigstens einen Ticken. Ich habe ungesüßten Sojajoghurt genommen, bisschen Bourbon-Vanille reingemacht und Heidelbeeren. Eigentlich mache ich das am liebsten mit Himbeeren, aber es gab keine Himbeeren mehr. Und ein paar Kekse und ja, das ist mein Nachtisch, bevor ich mich diesem Ding wieder zuwende. So, meine Lieben, ich bin jetzt gestärkt und werde jetzt hier die Enden einmal in dem Eicord versenken. So. Und dann lege ich das Ding gleich ein in mein Balaklava. Ich bin ja mega faul, also ich hasse es ja auch Enden. Einzuweben und alles, das ist für mich immer so, oh, muss da sein. Also ich habe es mir schon angewöhnt, die wirklich parallel, wenn ich die Garne wechsle, schon mal so ein bisschen immer einzuweben. Aber so oder so bleibt einem nichts anderes übrig, als die Enden irgendwie irgendwo zu versenken. Und oh, ich hasse es. Deshalb, ich war mega glücklich irgendwann, als ich gelernt habe, in Runden zu stricken. Weil auch diese Pullis an den Seiten immer komplett zusammenzunähen und diese tausend Einzelteile, das war ja nichts für mich. Ist super für Anfänger. Also ich glaube, anders hätte ich es auch nie im Leben gelernt. Ich weiß auch nicht, ob andere vielleicht sofort in Runden stricken. Aber für mich wäre das nichts gewesen. Von daher war das schon alles genau richtig so, aber ich bin da viel zu faul für. Also so, die Dinger sind versenkt. Die kleinen Enden kann ich jetzt abschneiden. So. Ich war übrigens heute auch generell sehr fleißig und habe meine Garne durchsortiert und aufgeräumt. Deswegen sieht meine Ecke relativ ordentlich aus. Ich muss mir nur unbedingt noch ein extra Körbchen holen, weil ich vielleicht doch ein bisschen zu viele Garne habe. So, ich hoffe, es ist lang genug. Ich habe 3000 Mal nachgemessen, aber sollte passen. Wo ist meine Nähnadel? Dort. Dann schauen wir doch mal. Ich habe extra das Ende ziemlich lang gelassen, damit ich gleich kein Problem habe, das alles hier vernünftig umzunähen. Wo ist die Mitte? Ich glaube, ich werde das erstmal so machen, dass ich die Dinger hier einfädle in die Löcher. Da. Einmal Nummer 1. Einmal Nummer 2. Das ist gar keine schlechte Methode mit dem Umschlag. Da hat man nicht so riesige Löcher, sondern so ganz feine, die völlig ausreichend sind. So. So sieht das aus. Und ja, jetzt nähe ich das mal alles um. Das Ding ist fertig. Guckt es euch an. Es sieht so, so cool aus. Mega schön. Ja, ignoriert die tausend Hundehaare auf meiner Hose. Ach, sieht das cool aus. Es hat wirklich easy peasy funktioniert und ich finde das Coole ist, dadurch, dass die fette Kordel da drin ist, wirkt das halt so, als wäre der Rand noch ein bisschen gefüllt. Ich meine, ich sehe ja auch, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und es sieht wirklich, wirklich super schön aus. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, ziehe ich das Ding an, um zu gucken, ob es mir überhaupt steht. Ich begrüße euch aus meinem super dreckigen Spiegel. Mir fällt erst jetzt durch die Kamera auf, wie dreckig der wirklich ist. Also, so sieht das ganze Gerät aus. Es
hat die perfekte Passform. Also ich bin wirklich begeistert. Es ist richtig gut gelungen. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist auch nicht zu eng. Also es ist wirklich, wirklich super. Der Stoff dehnt sich hier auch wirklich richtig schön. Also das Garn, also mega, mega cool. Ist natürlich jetzt nicht das attraktivste Accessoire, das man irgendwie tragen kann. Aber darum geht es ja nicht. Also ich finde, solche Dinger sind halt wirklich dazu da, um euch warm zu halten. Das Coole ist halt, finde ich, wenn man eine Mütze anhat und einen Schal, dann entwickelt sich hier hinten meistens so eine kleine Ritze, wo dann immer Luft durchzieht. Das stresst mich total. Und so habt ihr es einfach komplett muckelig warm. Egal wie kalt es draußen wird, ihr könnt das hier fester ziehen. Das finde ich auch mega praktisch. Also probiert es aus. Probiert es auch auf jeden Fall aus. Also ich drehe euch erstmal wieder um, weil hier so in den Spiegel zu sprechen ist ein bisschen kompliziert für mich. Ich muss das Ding einmal ausziehen, weil es so ultra warm wurde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich weiß, ich laufe meistens mit Mütze rum, aber das ist nochmal Endlevel auf jeden Fall. Also, generelles Fazit zu der Sache. Nochmal Revue passieren lassen. Das ist die kostenlose Anleitung von Tanja Steinbach von ihrem Feel Good Baklava. Findet ihr auf der ARD-Seite, auf ihrer Seite, also eigentlich überall. Man kann das so als einzelnes Baklava stricken oder auch mit Pulli einmal komplett. Beide Anleitungen findet ihr bei ihr. Ja, dementsprechend ist es halt auch so, ich finde, mit einer kostenlosen Anleitung kann man nicht viel falsch machen. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, mal was auszuprobieren. Und ja, für dieses Balaklava brauchte man im Endeffekt 1,5 Knäule. Das waren 50 Gramm Knäule. Ich sage euch nochmal ganz genau, wie das Garn hieß. Das war die Pool Merino, die Farbe 001. Und wie gesagt, 50 Gramm, 90% Schurwolle, 10% Polyamid. Und ja, ihr seht, ich habe es jetzt nicht auf die Waage gelegt, aber ich würde sagen, 3/4 von dem Knäuel sogar noch übrig. Das andere habe ich komplett verbraucht. Das heißt, ihr kommt wirklich dicke damit hin, auch wenn ihr viel lockerer strickt als ich. Wenn ihr einen sehr großen Kopf habt, dann ist das auch kein Problem. Da würde ich einfach nur so ein bisschen zwischendurch nachgucken. Das Gute ist, dass man von unten nach oben strickt. Das heißt, ihr könnt immer mal schauen, ob ihr hier nicht einfach noch mehr rein glattrecht nach oben strickt. Also auch größentechnisch ist das überhaupt gar kein Problem, das anzupassen. Vor allem, das dehnt sich natürlich auch noch wie verrückt. Ja, ansonsten finde ich, es ist ein sehr anfängerfreundliches Projekt. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, weil ich finde halt immer bei so Sachen, die Löcher haben und Kordeln haben und so, habe ich auch immer so ein bisschen Respekt vor. Aber für mich ist es auch wichtig, immer danach zu gucken, ob es eine anfängerfreundliche Anleitung ist, weil es mir persönlich sehr wichtig ist, mehr Leute ans Stricken zu bringen. Ich finde das ganz, ganz schade, wenn das immer so kompliziert gemacht wird und so, ja, nicht unzulänglich, sondern unzugänglich. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Aber dass man das halt für Anfänger immer so unattraktiv macht, weil man halt immer sagt so, das kannst du eh erst in 20 Jahren, du musst erst das und das und das gemacht haben, bevor du das machst. Und das finde ich halt immer blöd, weil es sollte ja unser Ziel sein, mehr Leute ans Stricken zu bringen, jeglicher Generation. Ne? Und deshalb finde ich es wichtig, immer alles auf Anfängerfreundlichkeit zu prüfen. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Anfängerprojekt. Ihr könnt es auch auf Nadelspiel stricken. Ihr müsst das nicht mit Rundnadeln machen. Für manche ist das mit dem Nadelspiel nochmal ein bisschen einfacher. Aber insgesamt, ne, ihr strickt hier im Endeffekt nur die ganze Zeit im Rippenmuster, dann nur noch glatt rechts hoch. Und mit den Abnahmen ist das auch überhaupt gar kein Thema. Es gibt ja auch 1000 Tutorials dazu. Auf der ARD-Seite gibt es auch ein kurzes Video dazu, wo sie zwar jetzt nicht alles erklärt, aber wo ihr so einen kurzen Einblick auch in das Ding bekommt. Und deshalb ist es auf jeden Fall anfängerfreundlich. Ihr könnt euch rantrauen. Und wie gesagt, das Coole ist auch, ihr braucht nicht viel Wolle. Die ist auch nicht sehr teuer. Ihr könnt auch natürlich andere Wolle wählen. Und dementsprechend seid ihr nicht so schnell frustriert, wenn ihr sowas mal ausprobiert. Im Gegenteil. Also probiert es aus. Es ist auf jeden Fall wirklich gut, gut machbar. Ja, und ansonsten, wie gesagt, vielleicht nicht das schönste Accessoire. Ich persönlich finde halt diese Dinger nicht am schönsten, aber es soll ja komfortabel sein. Und ich finde,
Wir hatten teilweise wirklich so einen kalten Winter. Also jetzt legt sich das wieder. Heute Mittag waren es irgendwie 8 Grad. Aber ja, ich finde halt, vorher war es schon ziemlich kühl für unsere Verhältnisse hier. Ich kenne zwar noch so kühle Temperaturen, weil ich schon einen Ticken älter bin. Aber ich finde, die letzten Jahre war es nicht so kalt. Und deshalb, damit seid ihr gut ausgerüstet, weil ihr einfach nicht hinten diese Lücke habt, wo es dann ziehen könnte. Und vor allem, wenn man so ein bisschen mehr in den Bergen wohnt oder irgendwo, wo es noch ein Ticken kälter ist, ist es umso geiler, sowas zu haben. Vor allem, ihr habt das drüber, Kapuze drüber, dann seid ihr komplett eingemuckelt und habt überhaupt gar keine Probleme mehr. Das Einnähen war hier auch wirklich einfach. Ich finde den Rand richtig schön. Ich habe nie daran gedacht, so einen Rand so zu machen, aber es macht total Sinn. Es ist mega einfach und es sieht wirklich, wirklich cool aus. Ich finde, dadurch sieht das direkt so ein bisschen edler aus. Und ja, Kordel könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt wirklich aus dem gleichen Garn gemacht. Ihr könnt aber alles Mögliche verwenden, steht auch so in der Anleitung. Und deshalb, das Balaklava von Tanja Steinbach, sehr cooles Projekt. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Knit With Me wieder. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und ich bin gespannt, wer von euch das Ding auch noch strickt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.